Das heute rund 17.000 Einwohner zählende Sanary blickt zurück auf eine tausendjährige Geschichte. Im Schutze des um 1300 errichteten Turms, der noch heute das Hotel de la Tour überragt, lebten die Menschen von Fischfang und Landwirtschaft. Schon Ende des 19. Jahrhunderts öffnete sich die Stadt für den damals brandneuen Tourismus, erhält ihren heutigen Namen Sanary und entwickelt sich weiter zu dem heute sehr empfehlenswerten Reiseziel. Ab 1933 suchten hier ungefähr 500 deutsche und österreichische Intellektuelle Zuflucht vor den Nazis in ihrer Heimat. So wurde Sanary bis 1944 Treffpunkt berühmter Literaten und Künstler, an deren Schicksal auf einer Gedenktafel an der Seite des Tourismusbüros erinnert wird und auch an den Häusern, in denen sie Unterschlupf fanden. Diese Orte haben wir gesucht und mit Hilfe der freundlichen Unterstützung des Tourismusbüros auch gefunden. Das ist zwar auch mit Hilfe einer Karte an manchen Stellen nicht ganz einfach, aber, und das war unsere Intention, wir lernten so nicht nur das touristische Zentrum um den kleinen Hafen herum und die Altstadt kennen, sondern unser Weg führte in die Wohngebiete des Ortes, wo wir sehen konnten, wie man hier so lebt. Wir waren für euch unterwegs, um die Bilder einzufangen, die euch erwarten, wenn ihr hierher kommt. Dabei haben wir uns dann auch hier an diesen Stränden erholt. Wir haben im Quai Sels wunderbar essen können. Wir erinnerten uns an den netten Wirt von unserem letzten Besuch. Er war noch da und immer noch genauso nett wie damals. Und das Essen hat immer noch so toll geschmeckt, wie wir es in Erinnerung hatten.